Hallo ihr Lieben, heute möchte ich ein informatives Video über China machen. Die jährlichen Tagungen des Landeskomitees der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes PKKCV und des chinesischen Nationalen Volkskongresses NVK wurden am Donnerstag bzw. am heutigen Freitag in Beijing eröffnet. Was machen PKKCV und NVK? Nun erzähle ich Ihnen Daten und Fakten über die beiden wichtigen Konferenzen Chinas. Der NVK ist das höchste gesetzgebende Organ der Volksrepublik. Zum Auftakt wird der chinesische Ministerpräsident den Rechenschaftsbericht vorlesen und gibt damit die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ziele Chinas für 2020 vor. Die NVK-Abgeordneten werden über diesen Bericht und andere Anträge und Beschlüsse diskutieren und schließlich abstimmen. Die PKKCV ist das höchste beratende Organ der Volksrepublik China. Die Konferenz ist die Plattform für eine Mehrparteienzusammenarbeit und politische Konsultationen. Die PKKCV-Mitglieder ergeben sich aus einem Konsultations- bzw. Empfehlungsprozess. Die Zusammensetzung der PKKCV soll die Vielfalt der chinesischen Gesellschaft widerspiegeln. Delegierte des Volkskongresses auf der Kreisebene werden direkt von den Wählern gewählt. Delegierte des Volkskongresses über der Kreisebene wird von Delegierten der unteren Ebene gewählt. Der NVK besteht aus Volksvertretern aus allen Provinzen, autonomen Gebieten und regierungsunmittelbaren Städten sowie der Volksbefreiungsarmee. Vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt, die diesjährigen Tagungen finden etwas später als früher statt. Und warum? Der Grund ist die Coronavirus-Epidemie. Die jährlichen Tagungen des Landeskomitees der PKKCV und des NVK finden normalerweise im März statt. Wegen des unerwarteten Auftretens der Epidemie hatte sich der Ständige Ausschuss des chinesischen NVK Ende Februar für die Verschiebung der Jahrestagung entschieden. Erst Ende April wurde auf einer Vorsitzendenkonferenz der 13. Landeskomitees der PKKCV vorgeschlagen, dass die dritte Tagung des 13. Landeskomitees der PKKCV am 21. Mai in Beijing beginnen soll. Am 29. April hat der Ständige Ausschuss des NVK beschlossen, die dritte Tagung des 13. chinesischen NVK auf den 22. Mai anzusetzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die derzeitige Situation der Prävention und Kontrolle der Coronavirus-Epidemie weiter verbessert habe und sich das wirtschaftliche, soziale Leben allmählich normalisiere. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass es für das Treffen einiger situationsbedingter neuer Regelungen geben werde. Erstens, Pressekonferenzen, Briefings und andere Interviewaktivitäten werden entsprechend gestraft und in innovativen Formaten, wie zum Beispiel per Videos, durchgeführt. Informationen sowie die wichtigsten Dokumente sowohl in Chinesisch als auch in mehreren Fremdsprachen werden zeitnah auf der Webseite des Pressezentrums veröffentlicht. Zweitens wird auf der diesjährigen Tagung des NVK der Entwurf des ersten chinesischen bürgerlichen Gesetzbuchs überprüft und verabschiedet. Der Entwurf gilt schon jetzt als ein Meilenstein bei der Vervollkommnung des chinesischen Rechtssystems. Diese Tagungen stehen jetzt total im Rampenlicht in China. Sie werden als Lianghui genannt, nämlich zwei Tagungen. Lianghui ist jedes Jahr das wichtigste politische Ereignis in China. Ich hoffe, dass mein Video heute euch gefallen hat. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte kommentieren Sie unten. Ich bin Meng Yu. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.